Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Grüße von uns aus Frankfurt. Wir gehen jetzt auf ein Z-Cut-Shooting. Ich habe jetzt auch zum ersten Mal mal wieder eine Skinny-Jeans an. Es fühlt sich total komisch an. Ich glaube, zuletzt habe ich das vor 4 Jahren oder so richtig getragen und gefühlt. Aber ich habe hier auf jeden Fall noch mehr dabei und werde mich dann umziehen. Und ja, ich werde euch mitnehmen. Theresa wurde spontan auch noch geshootet. Alicia macht sich gerade ready für ein Z-Cut-Reel. Erstmal hier Content besprechen, abklären. Ein paar Discussions führen. Alicia ist ready für den nächsten Take. Natürlich hilft sie tatkräftig mit. Wann kommt die Doku von mir raus? Ich bin nur vom Catering. Achso, du bist nur vom Catering. Achso, du warst aber, der, wo gerade gefilmt hat, sah genau gleich aus. Kenn ich nicht. Kommt das auf Snapchat? Ja, auf Snapchat, genau. Deswegen nehme ich quer auf. Abonniert mich auf Snapchat. Catering35. So, das Shooting ist durch. Wir holen uns jetzt erstmal was zu essen. Ne? Ich weiß gar nicht, ob man überhaupt was verstanden hat. Da drin war ja Musik so laut. War. Aber es war ganz cool, ganz witzig. Und heute Abend gehen wir vielleicht noch weg, aber mal schauen. Aber jetzt erstmal essen. Wir sitzen hier gerade so. Theresa saß hier gerade so auf dem Bett. Und das ist der Beweis, dass Gedankenübertragung funktioniert. Ich sag dann plötzlich einfach random, wir haben gerade ein Hörbuch gehört. Und ich sag random so zu ihr, ich so, in der Bar kann man safe mit Karte zahlen. Und sie so. Und wir hatten dieses Thema seit einer Stunde nicht mehr. Ne? Seit einer Stunde. Und sie so, ich habe gerade auch drüber nachgedacht, wo hier eine Sparkasse sein soll. Ich so, warte mal, hast du jetzt in diesem gleichen Moment daran gedacht, wie ich dran gedacht habe? Und dann haben wir einfach unterbewusst uns ausgetauscht? Crazy! Hey, man sagt ja, man kann so Schwingungen haben und dann kann man so Gedanken, also, dass es funktioniert. Aber das war jetzt gerade eines der besten Beispiele. Crazy! Ready for the night, mal wieder aus dem Aufzug. Wir gehen jetzt noch in der Bar, bisschen alkoholfreie Cocktails schlürfen und schauen uns Frankfurt bei Nacht an. Aber nicht allein, das würden wir uns nicht trauen als, als nicht kennende Frankfurter. Zu Feier des Tages hol Schuhe an. Every day. Yeah, I know. Hotel. Wir wollten eigentlich nur bis 0.30 Uhr da bleiben. Wie viel haben wir jetzt, Theresa? Ich glaube, kurz vor 3. Es war so ein geiler Abend. Es war richtig. Dementsprechend sehen wir auch so fertig aus, aber es war einfach geil. Ja, und um 7.30 Uhr müssen wir schon wieder aufstehen, aber wir schaffen das. Oh mein Gott. Aber es war so ein geiler Abend. War richtig geil. Next day, wir sind jetzt am Shooten. Theresa ist wieder dabei. Und Moritz ist mit seinem Kamera-Equipment angereist. Wir werden jetzt hier erstmal an der alten Oper ein bisschen was drehen. Ja, wer feiern kann, der kann auch morgens aufstehen. Dann sind wir aufgestanden, so kurz vor 8. Ja. Aber die Nacht war echt kurz. Ja, 4 Stunden. Aber es hat sich gelohnt. Weil so sieht es cool aus, wenn man es da draußen hat, dann am Anfang. Die erste Kann man auch machen, ist kein Problem. Der Lifestyle. Eine Fashion-Bloggerin. Outfit Nummer 200.
und mal kurz zwischendrin erfroren. Okay. Ja, gut. Ich hätte was sagen. Du wolltest was sagen? Okay, sie so. So, ich habe jetzt die Präsentation vorbereitet. Wir haben den Club bzw. die Bar gar nicht erwähnt. Das war das Pearls, ne? Pearls, wie heißt das? Pearly Gates. Pearly Gates, boah, es war so gut dort. Es war endgeil. Weil da könnt ihr erstmal feine Cocktails trinken, die auch alkoholfrei sind. Und dann könnt ihr dancen. Die waren wirklich unnormal gut. Man steht einfach auf, weil danach stehen die Leute auch auf dem Dance. Das war richtig cool. Ja, Stimmung war endgeil. Ungefähr der 10. Take oder so. Aber richtig fleißig. War richtig fleißig. Und heute läuft es richtig gut. Hier ist alles schwarz. Also oh ja, ja, das sieht cool aus. Auch mit dem Zebrastreifen. Ja? Wir sind hier in der zweiten Location. Sieht sehr, sehr cool aus. Vor allem ist auch der Matcha. Alter, ja, Mann, ich freue mich auch richtig. Ja. Der Hammer. Wir sind nämlich nächste Woche nochmal am Shooten, das wird richtig, richtig geil. Wie begeistert, ja, er ist schon so richtig happy. Aber ich will jetzt noch nicht zu viel verraten. So, ich habe mir jetzt erstmal einen Matcha Latte geholt. Und wir konnten leider nicht in dieses Restaurant rein, weil es super voll war, aber darauf wollte ich jetzt nicht verzichten. Und wir gehen jetzt in Zeit für Brot gehen wir jetzt, ne? Zeit für Brot, ja, genau. Da gibt es anscheinend richtig geile vegane Zimtschnecken. Ich bin hier voll gepackt, deswegen ist meine Kameraführung gerade super on point. Also, Matcha-Bewertung, weil ihr hört das ja immer gerne. Ich war bei Dining Room vor allem. Ich dachte, das heißt Room. Dining Room. Ich war gerade so, okay. Er ist zu süß, also er schmeckt leider nicht so nach Gras, wie wir das gerne hätten. Weil, wenn man Matcha trinkt, dann okay. Dann muss es schon stark. Ich hab gerade ein bisschen Angst um mein Auto, aber ich glaube, der packt es schon. Ja, der packt es. Dann muss ja schon nach Gras schmecken, ne? Willst du nicht drin sein? Schmeckt schon stärker nach Hafer, leider. Also schmeckt geil. Also ist auch voll geil geschäumt, finde ich. Ja. Okay, was macht der da? Aber ich glaube, der hat sogar einen Pieps im Taxi. Ja, das ist doch Leuten egal, ob die einen Pieps haben. Du, so, weißt du, wie oft ich schon dabei war, wo irgendjemand mit Pieps irgendwo reingefahren ist? Also... Der Piepse macht gar nichts aus. Ach, danke, Gott. Rating von 10. Wie viele Punkte gibst du? Eine 5. Oh, das echt? Ist schon schwach. Oh, 5 ja. Von 10 ist nicht so gut. Nee, aber es schmeckt nicht nach Matcha. Nee, es schmeckt nach Hafermilch mit Zucker. Es schmeckt schon ein bisschen nach Matcha, aber so minimal. Ja. Aber für Matcha-Liebhaber, für professionelle Matcha-Trinker. Vielleicht zum Frühstücken, ja. Zum Matcha-Trinken, ja. Nein. Ja, echt so. Ist halt schade so. So, ich bin wieder zurück zu Hause. Eigentlich wollte ich jetzt zum Friseur gehen, aber ich habe auch keine Rückmeldung, meine Friseurin da ist. Dementsprechend beende ich jetzt den Vlog hier. Ich habe ja in einem Vlog davor gesagt, dass ich mir gerne meine Haare so ein bisschen mehr verändern würde. Der Mut ist nicht mehr da. Ich werde Spitzen schneiden gehen. Gott sei Dank habe ich es nicht gemacht. Weil ich habe ja super lange Haare und so einen Stufenschnitt, wo der dann von hinten bei mir nicht so nice aussehen. Da müsste ich die wirklich sehr, sehr kürzen. Aber ich möchte meine langen Haare nicht kürzen. Dementsprechend schneide ich einfach nur meine Spitzen. Und vorne habe ich so leicht Stufen. Das schneide ich halt nach, aber mehr mache ich nicht. Gut, dass ich jetzt 2 Wochen Überlegungen hatte. Weil hätte ich nämlich am gleichen Tag einen Friseurtermin bekommen, was ich wirklich sehr oft bekomme, ne? Dann hätte ich geheult. Dann hätte ich wochenlang geheult. Deswegen, ja, sehr gut, dass es nicht geklappt hat. Dementsprechend kann ich jetzt beruhigt zum Spitzenschneiden gehen, wenn es diese Woche noch klappt. Und ja, Frankfurt war auf jeden Fall sehr, sehr schön. Ich glaube, ich hatte ja schon lange nicht mehr so, so viel Spaß wie an diesem Abend. Es kam einfach durchgehend so geile Musik. Und ja, die Leute waren einfach cool. Man hatte so zusammen Spaß und jeder hat sich so ein bisschen so connected und man hat einfach zusammen gefeiert. Ich finde, sowas gibt es so, so selten. Es war ja auch ein bisschen kleiner, weil es ja eine Bar war. Aber es war einfach mega cool. Genau. Und ich hoffe, euch hat dieser kleine Vlog jetzt gefallen. Wenn er euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!